Große Herausforderung bei der Digitalisierung am Bau ist definitiv die Ausbildung der Mitarbeiter. Also die Schulung, die Voraussetzung zu schaffen, dass das Thema BIM sowohl vertraglich als auch in der technischen Realisierung angewendet werden kann. Das ist die größte Herausforderung und dann natürlich die technische Realisierung. Was brauche ich in meinem Unternehmen, um das Thema BIM auch einführen zu können? Schulungen in dem Bereich bieten wir speziell an, das Thema Schulung zum BIM-Koordinator oder zur BIM-Koordinatorin. Die Schulung ist aufgeteilt in einen Theorieteil, der auch zertifiziert ist durch Building Smart, wo es wirklich um die Basics geht. Was ist das Thema BIM? Welche Rollen gibt es? Was gibt es für rechtliche Themen? Was muss ich mit dem Auftraggeber vertraglich auch vereinbaren? Und dann haben wir dazu noch einen Praxisteil mit dazu gepackt, wo es dann vor allem auch darum geht, was muss ein BIM-Koordinator in der Praxis auch anwenden können. Und da geht es um das ganze Thema Kollisionsvermittlung, da geht es um das Thema Modellprüfung, wie muss das Modell aufbereitet sein. Und das bieten wir an als BIM-Koordinator für den Bereich Hochbau und als BIM-Koordinator für den Bereich Tiefbau.